Und? Naja, was soll's. Gucken wir. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir gehen zu den Kühen rein, was überhaupt nichts bringt, weil es genauso aussieht wie bei den Pferden. Und dann gehen wir zu den Chicken, den Hühnern, die man in dem Original köpfen könnte. Gleichzeitig mag man sie. Ach ja, nee, wir kümmern uns hier weiter drum. Ich kann nämlich zum Beispiel das Unkraut, das ist ja egal, das kommt immer wieder. Aber was zum Beispiel sehr gut ist, wenn wir die Sachen weghauen. Hier, das hier zum Beispiel. Da gibt es nämlich schön Holz und vielleicht braucht man Holz ja auch für den Winter oder so. Auch bei Friends of Mineral Town kann man es machen, aber es bringt nicht viel, glaube ich. Da kann man auch den Kamin mit Holz bestücken. Und wenn man da baden geht, dauert es ewig. Leider. So, da oben noch. Nein. Ja, genau. Warum? Wer kennt das nicht? Ich meine, sind das Hecken oder ist das Unkraut? Aber nein, er muss darüber springen. Monster-Unkraut befällt die Erde. So, weil die Stumpfe kommen nicht wieder. Das macht ja auch Sinn. Bäm! Wie böse er guckt. Hä? Das ist lustig. Oh nein. Das heißt, die hätten ruhig eine Hand irgendwie als Extra-Tool oder sowas, wenn man gleichzeitig drückt. Wenn irgendjemand einen Trick kennt, sagt Bescheid. Wenn man irgendwie zwei Sachen gleichzeitig drückt. Ich gucke gleich mal, ob das was ausmacht. Bäm. Nein, macht's nicht. Jo, weil jetzt muss ich nämlich hier immer wieder umwechseln. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber was soll's? Ah, was kann ich noch erzählen? Ich habe erst einen Rune Factory gespielt. Weil die ersten beiden haben mir einfach nicht so zugesagt. Was ich mag, sind diese Nachfragen. Die Leute, also wenn du Post bekommst und die Leute fragen nach. Warte mal, ich dachte, muss mit den Steinen ein bisschen aufpassen. Scheinbar kommen die Steine auch nicht nach. Und was ist, wenn ich kleine Steine brauche? Die bleiben jetzt erstmal hier. Und das heißt, dann kannst du denen helfen und dann kriegst du mehr Punkte bei denen. Das finde ich immer schön, auch Geburtstage. Aber was ich zum Beispiel scheiße finde, ist, wenn man schon vorher die ganzen Geburtstage kennt. Was ich auch doof finde, ist, wenn man sie durch Zufall nur rausfindet und sowas. Wie wäre es mit so Kleinigkeiten wie der Bruder sagt, oh, nächste Woche hat meine Schwester Geburtstag. Und dann, wenn du es weißt, dann wird es eingetragen im Kalender, weil das wäre realistisch. Aber naja, passiert leider nicht, scheinbar. Warte mal. Irgendwie anders müsste es doch auch gehen. Fährt ja hier mit. Mal gucken. Ich krieg's nicht anders weg, außer mit Stein. Das ist natürlich. Das kann ein Problem werden. Oder ich kann auch damit das zumachen. Miracle Hands. Was könnte das sein? Nein, er haut einfach nur kaputt. Das wird doof. Weil, ich muss die doch irgendwie. Die Schaufel bringt's auch nicht. Die Axt macht auch keinen Sinn. Aha, Wasser, Kuhle, ich hau dich tot mit der Axt. Nein, es hat sich erledigt. Was soll's? Wie spät haben wir es? 4 schon. Ich könnte ja früher ins Bett gehen. Ich meine, ich habe eh nichts zu tun. Ich könnte hier auch alles umpflügen. Oh mein Gott, Tiere haben meine Abach, glaube ich. Abatakuku-Strings genommen. Ey, oh, ich hasse euch alle. Ich muss unbedingt zu meinem Vogel, dessen Art ich nicht genau weiß. Du kümmerst dich jetzt bitte mal darum, die Tiere zu töten, die kommen. Also wenn du irgendwo ein Tier siehst, zum Beispiel den Penner von gegenüber, dann gehst du hin und pickst ihn ins Auge aus. Ist das klar? Das halt nehme ich mal als ja. So. Jo, keine Ahnung. Ich kann noch ein bisschen Holz machen. Ah, oh, ist das gemütlich. Das stellen wir wirklich gemütlich vor, wenn sie ein Dach hätten. Ich weiß gar nicht, gab es ein Dach da? Nee, warum habe ich ein Dach? Heiße Quelle, okay. Muss trotzdem sehr gemütlich sein. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich war noch nie in einer heißen Quelle. So, kümmern wir uns um mehr Holz. Holz ist bestimmt sehr wichtig im Spiel. Und wenn ich in die Stadt fahre, dann muss ich ja auch angeben können und sagen, ich habe Holz. Vielleicht kann man ja auch in der Stadt sagen, man möchte irgendwas haben. Hä? Warte. Kommen die immer wieder? Ich habe vergessen anzurufen, oder?
Oh, die verändern auch ihre Farbe. Im Dunkeln. Das ist so wie mit Vampiren. Ne? Wer kennt's nicht? So, sammle ich einfach ganz viele davon ein. Das ist doch praktisch. Und jetzt kann ich trotzdem noch mal Holz farmen. Steine. Im Neuen ist es ja auch so, dass Steine dir was bringen. Mit Steinen kannst du bessere Sachen nachher bauen. Was ja auch Sinn macht. Ein bisschen wie bei Minecraft. Aber ich gehe immer in die falsche Richtung heutzutage. Sie machen nicht besser, sondern sie machen gute Sachen rein. Was war das? Was war das? Klingeling hat's gemacht, oder? Aber ich habe mich nur vertan. Und wir sollten immer die besten Sachen aus jedem Spiel nehmen. Ach man, ich weiß auch nicht. Und am schlimmsten ist immer noch, wenn die Leute egal sind und du den Namen nicht merkst. Ich konnte damals, ich saß dann in der Schule und habe einfach aus Spaß alle Namen von Mineral Town aufgeschrieben und wie die im Bezug sind. Warum auch immer. Ich konnte jeden Namen. Das kann man noch nicht mal bei allen seinen Familienmitgliedern. Also so gesehen, das ist schon was. Ja, okay, gehen wir heute mal rechtzeitig ins Bett. Ne. Mal gucken, wie viel wir haben. 10 Wildberries. Das heißt, gibt schon über 1000 wieder jetzt, oder? Nee, warte mal. 300. Gab ja nur 30, glaube ich, ne? Pro Teil. Ach, ist natürlich doof. Hallo. Was ist es? Oh, wir haben 7. Ah, ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Sie verfolgt mich nicht. Ich nehme sie mit. Ah! Bitch, Psycho-Bitch, ey, Alter. Meine Fresse. Hallo. Ja, wir machen früh Schluss, weil du hast nur diese eine Leitung zu uns. Du kannst sonst nichts machen. Hier ist voll leer alles. Mal schauen. Go to bed? Nein, erstmal werde ich abspeichern. Weil das habe ich lange nicht mehr gemacht, glaube ich. Ich vergesse das immer. Bei 9 muss man immer über Nacht abspeichern, was ja auch in Ordnung ist. Deshalb sind sie wieder auf das frühere gegangen. Aber ich schlafe an der Wand. Haha, bin vor dir ins Bett gegangen. Wir haben es schön draußen. Wir haben immer noch keine Tiere und ich mache auch nichts. Wir haben aber heute, oh geil, wir können heute rüberfahren. Das heißt, ich kümmere mich erstmal. Hallo, warte, was habe ich? Ich habe die Axt, das heißt. Ach, dammit. Ich muss mich erstmal um das Wässern kümmern und dann geht's auch los hier, ganz ruhig. So. Ich kann nicht drüber. Okay, in der Mitte ist auf jeden Fall. Oh, okay. Hat sich erledigt? Haben sie sich wohl drum gekümmert? Entschuldigung. Ach, kein Wasser mehr. Muss ich halt noch schnell rüberlaufen. Hallo! Ach, das ist doch gut. Nee, heute geht's ans Land. Das ist doch gut. Und dann werden wir mal gucken. Wieso haben die den eingegessen? Was sollte das? Blöde Tiere. Kann ich da nicht irgendwie was rummachen? Steine oder so? Naja, da kommen ja noch Steine. Oh, ich habe vergessen, oben ranzugehen. Ist egal, man kann ja laufen. Yay! Das macht Spaß, weil es so einfach ist. Ja. Es ist aber nicht zu einfach. Das ist ein Unterschied. So, Vögelchen ist da. Ich will dich hochheben, einfach nur, weil aus Prinzip. Ah, ja, ich liebe dich auch. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zum Grassland, weil ich möchte Elsa ja was schenken. Und die Bären kommen ja immer wieder. Das ist natürlich logisch. Über Nacht wachsende schnelle Bären, das ist ja voll gut für die dritte Welt. Und wir haben schon 7 Uhr. Oh, das wird total knapp. Nee, die Zeit ist gut hier. Glitch. So, Elsa. Where are you? Hallo. Oh, Gate. Ja, bla. Bitteschön. Wow, ist das für mich? Danke, Gate. Bitte. Oh, meine Stimme ist echt weg. So, alter Mann. Hahaha, schöner Tag. Willst du auch was haben? Hier. Was für mich? Danke, Gate. Ich ersticke. Ich mag Kate aber nicht. Hallo, Gate. Es ist schön und warm draußen. Ja, erstmal bekommt jetzt er hier. Ist das für mich? Danke, Gate. So. Hallo, Gate. Die kann ich rüber. Ja, bla, bla. Kostet das was? Kostet nichts. Schaut, wie wir rüberfahren. Cool. Was ist hier?
Am Dienstag und Samstag ist der Markt offen. Warte mal, ich komme aber an den Tagen nicht rüber. Hallo, du musst ein Neuling sein. Ich bin Joe. Schön, dich zu treffen oder kennenzulernen. Der Morgen-Jahrmarkt wird hier immer am Dienstag und Samstag von 6 bis 9, nur morgens, veranstaltet. Du kannst deine Produkte hier verkaufen. Lass mich wissen, wenn du mitmachen möchtest. Aber ich kann doch gar nicht an den Tagen hier rüberkommen, oder? Naja, was soll's. Was ist denn hier? Yay, es gibt noch eine Map. Okay, ich kann mich nicht daran erinnern. Oh, die Union hier, die ich immer anrufe. Aquarium, Theater. Ein Theater erinnere mich noch irgendwo. Und Shopping. In der Mitte kann ich scheinbar nicht hin. In der Mitte sind ganz viele Klohäuser. Gehen wir also erstmal. What the fuck? Okay. Gehen wir halt hier hin. Hallo, ich möchte der beste Pokémon-Meister sein. Rede mit mir. Warum redest du nicht mit mir? Ach so, das ist die Bank. Okay. Danke, Bankangestellten reden nicht. Da, Scarecrow. Was ist das? Sprinkler, das 9x9 von alleine gewässert. Am 6 Uhr morgens. Wenn du es an dem... warte mal. Ich muss es aber an der... am Shore, also an der Küste anmachen. Es kostet nur 50... Meine Fresse, und ich dachte, PlayStation 3 wäre teuer. What the fuck? Ja, natürlich möchte ich das kaufen. Oh, ich kann es mir mal nicht leisten. Wie viel kostet das denn? Eine... Wie heißt denn das jetzt nochmal bei uns? Eine Krähenschrecke hier. Mein Gott, ist ja geil. Beschützt deine Felder von wilden Tieren. Es kostet nur 3.200. Das geht. Das geht, aber ich habe nicht so viel. Nee, leider nicht. Ich muss erstmal noch... Oh, da. Gras. Das ist schön. Das heißt, ich kann es immer wieder bekommen und kriege Futter. Ich möchte gerne... Das ist teuer. Ich nehme einen. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Rede mit mir. Rede... Oh mein Gott. Oh, warum sind die traurig? Achso, verkaufen. Deshalb sind sie traurig. Das ist gemein. Was ist denn das ganz hinten? Das ist Futter. 32 Futterstückchen da drin. Das kostet nur 500. Möchtest du es? Nein. Okay. Okay. Ich will eine. Wir können dir dieses Tier nicht verkaufen. Du brauchst mehr Futter und Gras. Für Hühner. Are you fucking kidding me? Für Hühner. Und du? Was machst du denn hier? Was ist das? Oh, du kannst deine Kuh registrieren, um sie teilnehmen zu lassen, um sie zu bewerten zu lassen. Und je besser sie abschneidet, wirst du berühmt und deine Farm auch. Nein. Okay. Schön, dass ihr mit mir erst redet, wenn ich eure Produkte angucke. Ich verstehe schon. Ich bin also unnütz. We are closed. Yay, Shopping. Let's go, Shopping. Are you alright? Nee, warte mal. Ja. Du bist doch der Kerl von... Nee, ich erinnere mich doch nicht. Ja. Genau der bin ich. Du hast doch schon recht gehabt. Hier gibt's Essen. Wer ist das denn? Chloe. Hallo, mein Name ist Chloe. Vielleicht kann ich doch andere heiraten. Du musst Gate sein. Mein Sohn Billy hat mir von dir erzählt. Billy? Kenn ich Billy? Wie ist die Farm? Wenn du hungrig wirst, komm her und iss was. Mein Essen ist bringt dir sehr viel Energie. Ja, und schon auch super teuer, Bitch. Billy? Wer ist denn Billy? Habe ich einen Stalker oder so? Was soll's? Hallo? Daisy? Quack, 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 quack. Long time no see. Lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen? Wer bist du? Das sagst du zu jedem, oder? Einfach nur, weil du Angst hast. Naja, ist egal. Oh, ich habe mich von rechts nach links bewegt. Das ist doch schön. Und jetzt können wir einkaufen. Yay, was ist das? Das sind Sternstaubblumensamen.
Und die Blume heißt, es soll aus Sternstaub bestehen. Geil, deshalb der Name, würde ich mal sagen. Lucia redet mit mir. Wer ist denn Lucia? Da oben bestimmt. Ist das nicht romantisch? Ja, natürlich. 400, nee, danke. Ah, hast dich anders entschieden? Oh, wenn du eine Blume fertig. Oh, 3000 für eine Vase, nö. Was bin ich hier? Sarahs Lover oder was? Wir gehen mal hier rauf und machen kurz Pause und gleich gehen wir einkaufen. Ich hoffe, ich habe nicht mein Geld für. Aber ich brauchte ja unbedingt Gras. Wir gehen einkaufen, nämlich neue Samen. Ja, das hat sie auch gesagt. Bis dann.